Hallo zusammen, wir sind Carsten und Eva. Und zurzeit befinden wir uns gerade beim schönsten Sonnenschein in Ratzeburg. Wir sind am Freitag aufgebrochen, es ist Ende Februar und wir haben echt wahnsinnig viel Glück gehabt. Nur Sonnenschein die ganze Zeit und genießen einfach hier die Zeit ein bisschen. Knackig kalt, aber echt total, total nicht unangenehm, sondern angenehm. Genau. Man kann hier, also wir stehen hier auf dem Stellplatz in Ratzeburg direkt an der Schwimmhalle. Und gleichzeitig direkt am See. Ihr werdet das ja im folgenden Video sehen. Und mit diesem Video möchten wir euch gerne animieren, uns zu folgen, eure eigenen Touren natürlich zu machen, eure eigenen Stellplätze zu erkunden und auch die Gegend natürlich zu erkunden. Und vielleicht können wir euch somit ein paar Inspirationen geben und würden uns hoffen, wenn ihr uns weiter folgen würdet, begleiten würdet und vielleicht findet ihr auch noch da, wo wir waren oder sind wie auch immer, noch eine Ecke, die wir nicht kennen und würdet auch diese mit uns teilen. Genau. Ja. Der Stellplatz, jetzt kommt der nächste gerade, der Stellplatz ist für 10 Mobile ausgelegt, zumindest gibt es für 10 Mobile Strom, Ver- und Entsorgung ist gratis. Es können sicherlich auch mehr stehen, wenn man autark steht, dann kriegt man sicherlich auch 12 oder 14 Mobile hier drauf. Ja, dazu müssen die Nachbarn aber schon sehr freundlich sein und ein bisschen weniger Abstand lassen. Ja, und ansonsten ist der Stellplatz direkt in der Innenstadt, fußläufig alles erreichbar, schöne Wanderwege, schöne Radwege, nette Innenstadt, schöne Fischbrötchen, leckeres Eis, ja. Alles, was man so braucht oder genießen kann. Und ansonsten genießt einfach den Film. Wenn ihr uns abonnieren würdet, würde uns das freuen. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr was kommentieren wollt. Ansonsten folgen in der nächsten Zeit noch ein paar Videos über ein paar Umbauten, die wir an unserem Wohnmobil machen. Und natürlich auch kleine Touren, entweder Wochenende oder irgendwo mal steht natürlich auch ein Urlaub mit unserem Bobby. Übrigens, unser Wohnmobil heißt Bobby, also wundert euch nicht, wenn wir ab und zu mal sagen, Bobby war da oder da. Genau, da stehen auch noch Urlaub und kleine Wochenendtouren an. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiter folgen würdet. Und wir hoffen, euch damit eben viel Freude machen zu können. Genau, und wenn wir sagen, dann meinen wir häufig auch unsere Tochter, die mit uns auf Tour ist. Manchmal sind wir aber auch zu zweit unterwegs. Häufig sind aber auch unsere Hunde dabei. Wir haben einen kleinen Havaneser, das ist Basil, und eine Leonberger Dame, das ist Lilly. Unsere alte Dame Welli. Und falls ihr euch wundert, wir haben, genau, Carsten sagte schon, Welli, unser dritter Hund, bleibt oftmals mit unserem Sohn zu Hause. Der ist ausgewachsen und unser großer Hund ist auch ausgewachsen. Nein, Welli ist einfach ein Hund, ein Benazen-Hund, die nicht gerne mitreist. Das ist wirklich ein Sesselhocker und die ist glücklich zu Hause. Und unser Sohn ist inzwischen erwachsen, der ist auch glücklich, nicht unbedingt mehr mit uns reisen zu dürfen, sagen wir mal so. Er macht sein Ding und das ist auch in Ordnung so. Genau. Und zusätzlich passt er dann häufig auch noch auf unsere Katzen auf. Wir haben noch zwei Katzen zu Hause, ein ganzes Rudel an Tieren. Aber so mögen wir das. Natur und Leben, das ist unser Ding. Genau. Und wir hoffen, wie gesagt, euch damit inspirieren zu können und gerne einen Daumen hoch hinterlassen, Glöckchen anmachen. Ihr kennt das Spiel ja. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Viel Spaß. So, ich nehme euch noch mal ganz kurz mit zu der Entsorgungseinheit. Einmal kleiner Mülleimer, einmal Altglas. Altkleider wird man wahrscheinlich nicht so unbedingt nutzen, aber ist auch vorhanden. Dann gibt es die Bezahlstation. Man bezahlt einfach über ein Parkticket. Kann man mit EC-Karte oder Münzen nutzen. Oder man macht einfach das Ganze über EasyPark, der App, mit der man dann ganz normal einfach den Stellplatz bezahlen kann. Daneben ist die Sani-Station. Die Sani-Station ist kostenlos, auf der, zumindest als wir da waren. Auf der einen Seite haben wir die Entsorgung für Schwarzwasser und auf der daneben liegenden den Frischwasseranschluss und eben im Straßenbodenbelag den Grauwasserabfluss.
Dann gibt es zwei Stromsäulen, einmal hier mit 6 Anschlüssen und auf der gegenüberliegenden Seite einmal mit 4 Anschlüssen. Gefüttert werden die Stromsäulen mit 50 Cent Stücken. Leider konnten wir nicht festmachen, wie viel Strom man dafür bekommt, aber auf der anderen Seite hat eben halt 2x 50 Cent für uns für 2 Tage komplett ausgereicht. Weg zum Ratzeburger Dom haben wir dann noch diese schöne Klönschnackbank gefunden. Für alle, die es nicht wissen, was Klönschnack heißt, Klönen und Schnacken ist eigentlich genau das gleiche. Einfach ein bisschen quatschen, ein bisschen reden, ein bisschen palavern mit anderen, einfach über alles, über Gott und die Welt. Ein bisschen philosophieren.